Hallo und herzlich willkommen, Ringrocker hier. Ich freue mich wirklich riesig, dass ihr zu diesem Teil meines Let's Play New Pokémon Snap gefunden habt. Dieses Video ist das 14. 4-Sterne-Guide-Video. Ich zeige euch, wie ihr in der Lumina-Zone von Kopia alle 4-Sterne-Bilder machen könnt. Außerdem ist es bei allen möglich, eine sehr hohe Punktzahl und somit Diamant-Bewertung zu bekommen. Los geht's! Wie immer zu Beginn der Strecke schauen wir uns erstmal die Karte der Strecke an. Und die Karte der Lumina-Zone auf Kopia ist sehr übersichtlich. Die übersichtlichste Strecke bisher von Lumina-Zone. Wir haben hier nicht so viele Pokémon. Wir haben zu Beginn zwei Weilmeer, von denen wir ein- und zwei Sternebilder machen können. Dann haben wir Losadien in der Einzelform und in der Schwarmform hier einmal. Dann kommen Finion dazu, wo man von Finion ein Sternebilder machen kann. Und dann auch wieder die Schwarmform aktivieren kann. Dann kommen wir hier weiter, wo wir dann Libiscus dazu bekommen, wo wir auch eine Sternbilder von Libiscus machen können und wieder die Schwarmform aktivieren können. Am Ende der Strecke können wir dann die Schwarmform aktivieren und drei Sternbilder von Finion und Libiscus machen oder Wailord rufen quasi, dann können wir ein- und drei Sternbilder von Wailord machen. Insgesamt gibt es also nur ein Pokémon, von dem wir 4 Sternebilder machen können und das ist die Schwarmform von Lusadin. Wenn wir in der Lumina-Zone hier ankommen, sehen wir zuerst einmal die Lusadin in der Einzelform und hier kommen zwei Weilmeer an. Die kann man jetzt übrigens mit Lumina-Kugeln abwerfen und mit einem Apfel. Und damit verscheucht man die sozusagen. Man muss dann, glaube ich, noch einmal Musik spielen. Dann hauen die beide ab. Sind nicht so amused. Und dann kommen hier die Lusadin vor. Wenn man jetzt zwei Stück abwerfen würde, würden sie alle wegschwimmen. Lusadin würde in der Schwarmform kommen. Da kann man dann ein- und zwei Sternebilder von Lusadin machen. Das wollen wir aber nicht. Also fahren wir weiter. Jetzt verschwinden die gleich. Und dann kommen die Lusadin zusammen mit Finion. Genau, und hier müssen wir jetzt exakt 6 Stück treffen mit einer Lumina-Kugel. Und man sieht schön an den Augen, dass man sie getroffen hat, weil die dann glücklich werden. Zwei, genau. Und ihr seht jetzt hier, wie sie das Auge zusammendrücken. Und dann auch schon die nächsten drei. Hier gibt es mehrere so 5er-Schwärme mit 2 Finion. Und man muss 6 Stück treffen. Dann schwimmen die jetzt gleich, legen Turbo ein, schwimmen weg. Und dann kommt das Lusadieren in der Schwarmform. Bei der nächsten Etappe sind die ja dann zusammen mit Libiscus, da ist genauso, da müsst ihr auch 6 Stück treffen, dass das Lusadieren in der Schwarmform kommt. Jetzt gleich können wir das 4-Sterne-Bild machen, wenn die Libiscus da sind, macht man dann das 3-Sterne-Bild. So, wir müssen jetzt einfach Lusadieren die ganze Zeit mit Lumina-Kugeln abwerfen und das triggert dann gleich schon das 4-Sterne-Bild. Die Rolle ist, glaube ich, 2 Sterne, ich weiß es gar nicht genau, aber wir wollen ja 4 Sterne. Wir müssen ein bisschen weiter vor, wir müssen es ja auch treffen, das wird sonst hier irgendwie nix. So, jetzt kommt es hier gleich auch vorbei. Sehr schön, jetzt leuchtet schon mal und jetzt sollte das 4-Sterne-Bild getriggert sein. Es schwimmt noch einmal um den Felsen rum, wir werfen uns zur Sicherheit noch mehr Lumina-Kugeln. So, und jetzt ist das 4-Sterne-Bild getriggert, da schwimmt es nämlich jetzt hier um diesen Felsen im Kreis. Und während es hier im Kreis schwimmt, entsteht dann hier quasi dieser Twister, der Strudel. Und die ganze Zeit, wenn wir Bilder machen, während es hier im Kreis schwimmt, sehen wir dann auch gleich nochmal. Das sind alles 4-Sterne-Bilder von Lusadin. Und hier seht ihr, wenn das Lusadin in seiner Schwarmform hier im Twister lang schwimmt, ist das immer ein 4-Sterne-Bild. Und wie viele Punkte haben wir? Größe besser und kein neuer Rekord, gerade so nicht ein neuer Rekord, knappe Sache. Also bekommt ihr 4-Sterne-Diamant von Lusadin. Wie immer Diamantstern ziemlich einfach, weil Lumina-Pokémon geben eigentlich immer Diamantstern. So, und damit haben wir die Lumina-Zone in Kopia abgeschlossen und damit das gesamte Kopia-Archipel. Hier gab es ja jetzt in der Lumina-Zone nur ein einziges 4-Sterne-Bild, dementsprechend ist dieses Video jetzt auch ein bisschen kürzer. Ich hoffe, euch hat das gefallen. Falls ihr Probleme hattet, ab in die Kommentare. Falls ihr hier irgendwie ein 4-Sterne-Bild hingekriegt habt, dann herzlichen Glückwunsch. Ich habe sehr lange recherchiert und kein weiteres gefunden. Schreibt es in die Kommentare, würde mich echt interessieren, dann will ich das auch reproduzieren. Des Weiteren vergesst nicht zu abonnieren. Beim nächsten Mal geht es dann nach Volker. Und dann geht es natürlich weiter mit den 4-Sterne-Guides. Wir haben noch viel vor uns. Und dann bis zum nächsten Mal.